herzlich willkommen zurück zum Let's Play Diablo 3. Wir sind Nerf aus Gaming, gerade aus der Höhle von dieser Spinnenkönigin raus. Ein relativ einfacher Fight, fand ich. Gute Items wurden gedroppt und weiter geht's. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht Gehen wir mal zum Waypoint. Ich möchte mal zur Stadt zurückgehen. Ach so, Alter. Ich schmeiß weg, du hebst auf, um dann zu verkaufen. So eine Truhe. Kriegerkette. Ich trage zu viel. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist oh, ist ein Flammenberg, ne? Und ihre Größe beide. Erlaubt es ihr auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen. Ich kann nichts mehr aufheben. Flammenberg, 2,5,4. Willst du haben, Sweater? Studium nicht überlebt. Selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Ups. Ich hab das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Ich hab eine ganz gute Zeit, warum falls du die haben willst. Dann geh ich zurück. Zwei Hand. Schauen wir mal. Na, grottenschlecht. Grottenschlecht. Aber trotzdem danke. Schulterschutz. Habe ich noch keinen. Ja, jetzt habe ich wenigstens was. So. Lass uns mal jetzt weitergehen hier. Komm, Sven. Jo. Weil sonst dauert es so lange. Die Zuschauer wollen Action sehen und die wie im Dorf gammelt, Jungs. Ist klar, ist klar. So, Hochlandkreuzung. Oh, warte, da ist... Oh, eine Wegmotte. Lass uns mal das so machen, dass wenn wir was aktivieren, immer nur dann, wenn alle drei in der Nähe sind. Klar, ja. Ja, nicht, dass wir jetzt wieder aus Versehen einzeln machen. Bang. Come over here! Ach, ich liebe diesen Move. Wups! Kommt da eine SMS? Oder Anruf. Was habe ich denn da jetzt neu? Ah, okay. Was habe ich denn da jetzt? Ach, okay. Da hat wieder jemand was aktiviert, ohne dass Spider da war. Oh. Ah, hast du bekommen, Spider? Ich hab nur Glück. Den Buff. Dann hat er das nicht bekommen. Naja, aber das war der gleiche, also von daher. Achso. Aber bei mir hat er sich leider nicht erneuert. Du machst den Trommel kaputt. Jungs, lasst uns mal hier alles absuchen. Nicht unbedingt über den Weg entlang laufen. Wo Freunde sind wir hier?
Oh nein, komischen Gifttücher, Mann. Solange du nicht durch sie durchgehst, ist da kein Problem dabei. So, was hier alles voll ist damit, Alter. Was haben wir denn da? Ein Weg, der weitergeht? Nein, nichts. Nichts. Außer eine tiefe Schlucht. Eingang. Höhle des Mondclans, Ebene 1. Nicht genug Wut. Da wollen wir rein, oder? Ja, sicher. Warum nicht? So, jetzt haben wir alle das Level erreicht, was maximal in der Beta verfügbar ist. Oder eher war. Für die Beta gibt's jetzt nicht mehr. Was habe ich denn da jetzt Schönes bekommen? Nö, will ich nicht. Lange. Eine Spinne. Ah, ich hasse Spinne. Was ist das jetzt? Macht einer von euch das gerade mit den Felsen da? Nee, das ist ein Dings gewesen. Das geht von dem. Ich hab hier. Ein paar blaue. LOL, Digga. Schöne Erleuchtung. Heißt mir X. Nimm es doch! Ja, wenn du nicht in der Nähe bist, kriegst du keine Ex. Ich wollte mein Charakter. Der hat den Scheiß nicht aufgenommen. Dann gehen wir da runter. Na links, oder? Oh, ein grünes Item! Hat das Buch gesorgt und genommen? Warte, der Typ erzählt gerade. Hat mich zur Kenntnis. Sie hat mir eine besondere Aufgabe versprochen, die dem Erhabenen unendlichen Ruhm bringen wird. Ich kann kaum mein Auge zutun, bis sie mir den Plan am Morgen mitteilt. Wetten, der Typ ist als Opfer bestimmt geworden. Das Leben des Opfer. Guck, das ist wieder einer mit Block. Nicht so eine.
Ah, Blocker, okay, das ist die Fähigkeit, ja. Das ist die Fähigkeit von ihm, genau. Mehr Wut! Wieso spritzt da immer so viel Blut? Das ist so brutal. Barrikade, da geht's lang. Und Schatzkoblin, hier, Dean. Auf den Weg. Oh, der droppt viel. Schatz, Beidou. Ein Schatz! Woo! Wieder so viel, Mann. Und noch wieder eine Truhe. Alter, wir werden so reich, Leute. Ich habe jetzt schon wieder zwei Ringe gefunden, ne? Jetzt noch nach oben. Müssen wir hier eigentlich sein von der Quest? Nee, glaube ich nicht. Das war ja nur so ein komisches Ding. Gut, dann gehen wir unten jetzt aus der Höhle raus. Lang. Unten geht's doch lang. Okay. Nein, unten geht's nicht lang. Gut, dann gehen wir jetzt aus der Höhle raus und beenden dann diesen Part erstmal. Mhm. Oh, hier ist noch ein Buch, Teil 2. Sieben Menschen. All meine Arbeit für einen Haufen dämlicher, stinkender Ziegenmenschen. Magda behauptet, dass sie unsere wertvollsten Verbündeten sein werden. Und dass die Aufgabe eine ist, die sie niemandem außer mir anvertrauen kann. Aber ich weiß, wo ich hingehöre. Ich bin zutiefst verletzt und gedemütigt. Gut. Dann war's das auch erstmal mit diesem Part und wir sind immer noch weiterhin auf der Suche nach dem Stab der Khazra. Bis zum nächsten Mal.